Hello there. Ein herzliches Willkommen in Dresden. Ich stehe hier vor der Waferfabrik von Bosch, einem der modernsten Halbleiterwerke der Welt, das Chips für die Automobilindustrie fertigt. Mein Name ist Nicole Scott und ich freue mich sehr, Sie auf eine virtuelle Reise in die Zukunft entführen zu dürfen. Die Zukunft gebaut von Bosch. Falls Sie eine VR-Brille aus Cardboard haben, können Sie mit mir in unsere virtuelle 360-Grad-Führung eintauchen. Aber auch ohne können Sie dabei sein. Klicken Sie sich an Ihrem Computer oder Tablet durch die virtuelle Welt und sehen Sie sich alles aus den verschiedensten Blickwinkeln an. Hier in Dresden baut Bosch die Zukunft. Die Zukunft in Form winziger Halbleiterchips. Das ist die neue Halbleiterfabrik von Bosch. Wir sind hier auf einem Grundstück so groß wie 14 Fußballfelder und insgesamt entstehen 72.000 Quadratmeter Produktions- und Büroflächen. Momentan arbeiten hier 250 Mitarbeiter. Später sollen es bis zu 700 sein. Gebaut wird seit Mitte 2018. Jetzt wird die Bosch Wafer Fab endlich eröffnet. Okay, Superman. Du hast überirdische Kräfte. Meine Superkraft entsteht auf der Erde. Irdisch und unschlagbar. Stell dir vor, dein Smartphone macht dank mir die schärfsten Bilder von jedem deiner Abenteuer. Für deine körperliche Fitness sorge ich, seit du deine Smartwatch hast. Während du hier bist, kannst du auch an allen anderen Orten auf der Welt helfen. In Echtzeit, mit Augmented Reality. Und zu Hause sorge ich für die perfekte Superheldentemperatur. Und kümmere mich auch sonst darum, dass es bei dir läuft. Und wenn es ums Fliegen geht? Also, der Mars-Helikopter Ingenuity fliegt deutlich gerader als du. Rate mal, warum. Und wenn du mal das Auto nimmst? Kein Problem. Ich bin als Schutzengel und smarter Helfer immer dabei. Welche Superkraft ich besitze? Die Kraft der Halbleiter. Die Bausteine der Zukunft. Die Waferfabrik von Bosch besteht aus drei Gebäudekomplexen mit modernsten Technologien. Schon bei der Konzeption stand Konnektivität hier an erster Stelle. Sie ist voll vernetzt und automatisiert, arbeitet mit künstlicher Intelligenz, digitalen Zwillingen und 5G. Wer kann sich das heute noch vorstellen? Ein Leben ohne Internet, ohne Smartphone. Längst hat die Intelligenz von Chips nahezu alle Bereiche des Lebens verändert, bis hin zur Mobilität. Aber wie kam es dazu? Schon in den 1950er Jahren beschäftigte sich die Bosch-Forschung intensiv mit der Halbleitertechnik. Kurz darauf begann das Unternehmen, erste Halbleiterelemente in Serie zu produzieren. 1970 fertigt Bosch im Werk Reutlingen den weltweit ersten integrierten Schaltkreis für Autos in Großserie und legt damit einen wichtigen Grundstein für seinen Siegeszug in der Automobilelektronik. So sah übrigens ein von Bosch entwickelter integrierter Schaltkreis für die Benzineinspritzung Jetronic im Jahr 1975 aus. Als Bosch 1978 das Anti-Blockiersystem ABS für das erste Serienfahrzeug, eine Mercedes S-Klasse, auf den Markt brachte, war das gleichbedeutend mit dem ersten Serieneinsatz eines digitalen integrierten Schaltkreises im Auto. Wie Sensoren kleiner, zuverlässiger und stromsparender werden, zeigt Bosch mit mikromechanischen Sensoren, kurz MEMS. Im Jahr 1995 geht der erste MEMS-Sensor von Bosch in Serie. Bis heute hat Bosch mehr als 15 Milliarden MEMS-Sensoren gefertigt. Seit 2006 werden die winzigen Chips auch für die Unterhaltungselektronik hergestellt. Neue Mikrochips aus Siliziumkarbid von Bosch sorgen zudem für einen Technologiesprung in der Elektromobilität. In der Leistungselektronik sorgen sie dafür, dass 50% weniger Energie in Form von Wärme verloren geht. Der Bedarf für Chips im Auto wird in den kommenden Jahren durch die zunehmende Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung weiter steigen. Als Schlüsseltechnologie für das Internet der Dinge gehen die Einsatzmöglichkeiten von Bosch-Halbleitern zudem weit über Fahrzeuge hinaus. Die Bausteine der Zukunft fertigt Bosch seither nur in Reutlingen bei Stuttgart. Nun kommt mit dem Werk in Dresden ein neuer Halbleiterstandort dazu. Entstanden ist eine voll vernetzte, intelligente Fabrik, die so erst durch die Kombination von Internet der Dinge und künstlicher Intelligenz möglich wird.
Damit zeigen wir die Zukunft. Gebaut von Bosch. Die Halbleitertechnik ist seit langem bekannt und sieht einer glorreichen Zukunft entgegen. Ob Industrie 4.0, Smart City oder Smart Home. Chips machen unser Leben einfacher und sicherer. Ganz nach dem Leitspruch von Bosch, Technik fürs Leben. Dort drüben sehen Sie ein Auto, das vor Halbleitern nur so strotzt. Man findet sie überall, in Regensensoren und Gurtstraffern, im Inneren von Airbags oder in Fahrerassistenzsystemen. Im heutigen Durchschnittsfahrzeug stecken Halbleiter im Wert von rund 500 Euro. Und ihre Zahl dürfte Experten zufolge noch steigen, insbesondere durch Infotainment und Fahrerassistenzsysteme, sowie die Antriebselektrifizierung. Viele dieser Chips fertigen wir hier in Dresden. Die Digitalisierung verändert die Art, wie wir kommunizieren, leben und arbeiten. Sie verändert auch die Art, wie wir uns fortbewegen. Wir werden durch smarte Cities fahren. Automatisiert, für größtmöglichen Komfort und Sicherheit. Vernetzt, für nahtlose Infotainment-Erfahrungen. Elektrifiziert, für nachhaltige Mobilität. Die Mobilität der Zukunft wird sicherer, effizienter und faszinierender. Und all das dank moderner Chips, die Bausteine der Zukunft. In der wettbewerbsorientierten Technikwelt sind Halbleiter für Fahrzeuge die Königsklasse. Sie müssen starken Vibrationen und Extremtemperaturen von deutlich unter dem Gefrierpunkt bis weit über dem Siedepunkt von Wasser standhalten. Ihre Entwicklung und Fertigung erfordert umfassendes Know-how. Und genau das sehen wir uns heute an. Dazu dringen wir tief in die Waferfabrik von Bosch ein. Aber in diesem Aufzug lassen Sie mich dort nicht hinein. Also erst einmal umziehen. Wir stehen nun in der Umkleide. Hier muss ich mich richtig gehend verkleiden. Wozu das gut ist? Weil die Wafer- und Halbleiterfertigung unter reinen Raumbedingungen stattfindet. In der normalen Umgebungsluft schwirren rund 100.000 Partikel pro Kubikfuß herum. Hier drin ist pro Kubikfuß maximal ein Partikel mit einem halben Mikrogramm erlaubt. Das entspricht etwa einem Kirschkern im ganzen Bodensee. Wie wir diese Bedingungen herstellen? Mit einem speziellen Absaug- und Filtersystem. Und nun heißt es umziehen und nichts wie hinein. Willkommen im Herzen der Waferproduktion. Lassen Sie den Blick wandern. Nach oben, unten, rundherum. Es gibt viel zu sehen. Hier werden die Halbleiter gefertigt, im Reinraum. Hier wird sozusagen gezaubert. Denn hier entstehen aus gewöhnlichem Sand die Bausteine der Zukunft. Grundlage der Halbleiterchips ist eine kreisrunde Scheibe aus hochreinem Silizium, der sogenannte Wafer. Sieht aus wie eine Schallplatte, oder? Je größer sein Durchmesser, desto mehr Chips können pro Fertigungsdurchgang hergestellt werden. Unter anderem deshalb steigt Bosch mit seinem neuen Werk erstmals in die 300 mm Fertigungstechnologie ein. Wie wird nun aus einem Wafer ein winziger Mikrochip? Das geht weder schnell noch leicht. Die mehreren hundert Fertigungsschritte erstrecken sich über bis zu 14 Wochen. Aber keine Sorge, das sehen wir uns heute nicht in Echtzeit an. Gewöhnlicher Sand. Das ist das Material, aus dem die Bausteine der Zukunft entstehen. Doch bis dahin ist es ein langer Weg aus immens vielen Einzelschritten. Zuerst wird das Siliziumdioxid des Sandes in reines Silizium verwandelt. Anschließend wird es in hauchdünne Scheiben geschnitten. In Dresden 300 mm im Durchmesser und weniger als 1 mm dick. Auf jeder einzelnen dieser Scheiben entstehen in unserer Reinraumfertigung nun bis zu 35.000 Chips.
In einer Vielzahl von Prozessschritten erhält der Wafer dort seine charakteristische Oberflächenstruktur. Nach dem Aufbringen eines Fotolacks wird die Wafer-Oberfläche belichtet, entwickelt und einem Ätzprozess unterzogen. Nun besitzt sie die gewünschte Leitstruktur. Viele hundertmal feiner als ein menschliches Haar. Im Anschluss werden Dotierstoffe ins Material eingeschossen, welche lokal die elektrische Leitfähigkeit erhöhen. Dieser und weitere Prozessschritte wiederholen sich in der Folge so oft, bis das gesamte Layout des Chips auf den Wafer aufgebracht ist. Dabei werden die Wafer bis zu 27 Mal über 1100 Grad Celsius erhitzt. Bis zu 200 Mal vermessen. Und bis zu 26 Mal belichtet. Insgesamt können so bis zu 700 Fertigungsschritte und bis zu 14 Wochen Fertigungsdauer zusammenkommen. Der Mikrochip wird anschließend aus bis zu 30 dieser Schichten aufgebaut. Ähnlich wie ein Hochhaus. Jede Schicht hat eine eigene Funktion und im Zusammenspiel sind Halbleiter hochkomplex. Halbleiterchips. Unsere Bausteine der Zukunft. Die Halbleiterfabrik von Bosch in Dresden ist die erste AIoT-Fabrik des Unternehmens. AIoT steht für die Kombination von künstlicher Intelligenz, AI, und dem Internet der Dinge, IoT. Zusammen wird daraus AIoT. Klar soweit? Aber was bedeutet das ganz konkret hier in Dresden? Mithilfe von AIoT wird die Dresdner Wafer Fab zu einer vernetzten, smarten Fabrik. Damit ist der Grundstein für einen Fertigungsprozess gelegt, der auf Daten basiert und sich kontinuierlich verbessert. Aber zurück zur Halbleiterfertigung. Alles beginnt mit den Wafern. Ein vollautomatisiertes Transportsystem an der Decke befördert sie zum exakt richtigen Zeitpunkt von und zu den einzelnen Fertigungsanlagen. So wie rote Blutkörperchen den Sauerstoff in unserem Körper transportieren. Intelligente Computersysteme steuern den Weg der Wafer durch die Fertigung, über mehrere hundert Prozessschritte, die sich über bis zu 14 Wochen erstrecken. Dabei spielt künstliche Intelligenz eine besondere Rolle. Die hochautomatisierten Fertigungsanlagen analysieren ihre Prozessdaten selbst, um ihre Abläufe zu optimieren. Damit erhöht Bosch die Qualität der Chips. Insgesamt entstehen in der Fabrik Produktionsdaten von umgerechnet 500 Textseiten pro Sekunde. Das entspricht pro Tag über 42 Millionen Druckseiten und 22 Tonnen. Nur dank KI und voller Vernetzung kann das alles bewältigt werden. Außerdem ist die neue Chipfabrik von Beginn an 5G-ready. Damit können in Zukunft große Datenmengen in Echtzeit auch ganz ohne Kabel ausgetauscht werden. Das Dresdner Bosch-Werk kann noch mehr Hightech. Zum Beispiel Augmented Reality. Mit smarten Datenbrillen und Tablets werden Nutzern digitale Inhalte in die reale Umgebung eingeblendet. Hier ein Beispiel. Bosch kann Energiedaten aus der Waferfabrik in einem virtuellen Gebäudemodell darstellen, um so den Energieverbrauch zu optimieren. Die Datenbrillen unterstützen auch bei der Werksmodernisierung und Erweiterung. Sie zeigen an, wo in einer Wand Rohre und Leitungen verlaufen und machen zudem Fernwartung möglich. So können Mitarbeiter der Waferfabrik schnell Kontakt zum Servicepersonal beim Kunden weltweit aufnehmen. Die Waferfabrik in Dresden ist wie ein komplexer Organismus. Die Versorgung muss stimmen, Tag und Nacht. Dazu braucht es im Grunde eine zweite Fabrik, die sogenannte Subfab, in der wir uns nun befinden. Sie liegt praktisch unterhalb der Waferfertigung. Sehen Sie sich um. Die vielen Kabel hier unten versorgen die Produktion mit Spezialgasen, Luft und Strom. Hier wimmelt es nur so von Rohren, Kabeln und Schläuchen. Allein 380 Kilometer Elektroleitungen sind hier verbaut. Einmal von Dresden nach Berlin und zurück. Wahnsinn! Und ein weiteres Highlight möchte ich Ihnen zeigen. Denn die Wafer Fab Dresden gibt es zweimal, in der realen und der digitalen Welt. Überzeugen Sie sich selbst, hier drüben. Das gesamte Gebäude ist nämlich bis ins kleinste Detail in einem 3D-Modell abgebildet. Dieser Zwilling ist sozusagen der virtuelle Doppelgänger des Werks. Das bedeutet, dass sämtliche Lüftungs- und Leitungssysteme auch virtuell angelegt sind. So lässt sich die Fabrik verbessern und optimieren. Das geschieht hier per 3D-Modell mit Hilfe dieses digitalen Zwillings. Hier in Dresden baut Bosch die Bausteine der Zukunft. Der Zukunft der Mobilität und des Internets der Dinge.
Die Chips, die Bosch hier fertigt, werden immer höhere Leistungs- und Qualitätsansprüche erfüllen müssen. Doch diese Fabrik ist dieser Herausforderung gewachsen. Denn sie ist nachhaltig, vernetzt und smart. Willkommen in der Zukunft. Gebaut von Bosch.